Es ist die Hölle auf Erden. Unglaublich. Hell in a Cell steht an. Das Käfig-Event quasi. Ganz große Aufeinandertreffen in der ganz großen Struktur. All das, das sehen wir am Sonntag. Das sehen wir bei Hell in a Cell. Mann, ist das alles aufregend. Hier jetzt in der Vorschau quasi die Vorbesprechung zu diesem Event. Und an meiner Seite, um nochmal über die Karte zu reden, ist der Björn. Huhu. Hey, jo, Mahlzeit zusammen und einen wunderschönen guten Morgen, zumindest für die Leute, die es am Samstagmorgen hören. Oh, guten Morgen. Ja, muss auch freundlich sein, ne? Jeden Samstag um 11 Uhr gibt's hier auf dem Kanal die Vorschau zu den Großevents von WWE. Also wirklich jeden Samstag, aber zumindest immer, wenn ein Pay-Per-View ist. Ganz genau. Dankeschön für die Richtigstellung. Wir fangen direkt an mit der Pay-Per-View-Card, denn uns erwartet ja einiges. Zum Beispiel das Kick-Off-Show-Match. Chad Gable und Shelton Benjamin treten an. Gegen wen, Björn? Wer sind ihre Gegner? Also da ich extrem hyped bin, können das ja nur die Hype-Braus sein. Das ist die noch, gibt es auch einen. Ja, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist mir auch erst nach der Ansetzung aufgefallen. Wollten die sich nicht splitten oder so? Ich habe auch irgendwie im Kopf, dass sie das getan haben, aber auch, glaube ich, ist es richtig, ne? Also eigentlich hat sich, glaube ich, nur Mojo von seinen komischen Aufklebern im Gesicht getrennt und aber das Tag Team hat sich anscheinend noch nicht verabschiedet. Okay, gut zu wissen. Shelton Benjamin und Chad Gable in dieser Kombination auf jeden Fall sehr cool, finde ich. Naja, mir hat Original American Alpha eindeutig besser gefallen und sehe halt Shelton Benjamin irgendwie so als Ersatz. Und als Ersatz ist es immer sehr, sehr schwer, sich gegen das Original durchzusetzen. Okay, das Original, das chillt gerade so ein bisschen bei, ja, bei Raw und... Der wird gerade broken, ja. Ja, wird hier von Matt Hardy beeinflusst. Mal sehen, wo es dahin geht. Vielleicht schließt sich auch Jason Jordan bald mit ihm zusammen. Hoffen wir mal nicht. In dieser Kickoff-Show wird jetzt aber der erste quasi Groß-Event-Sieg von Chad Gable und Shelton Benjamin kommen. Um was geht's hier eigentlich? Ich meine, es ist weder ein Number-One-Contender-Match, noch haben die irgendeine Fehde untereinander, oder? Warum eigentlich? Das ist einfach nur da, um dieses Tag-Team zu präsentieren. Und um wieder Spannungen bei Mojo Rawley und Zack Ryder zu schüren. Oh, was eine Ansage hier. Da muss ich ja doch einschalten. Da werde ich die Kühlschauer mal. Ich bin gespannt übrigens. Es ist noch nicht raus, ob wir jetzt eine Live-Review machen oder nicht nach dem Pay-Per-View. Das wird auf Twitter gesagt. Also folgt mir da am besten, dann wisst ihr auch Bescheid, ob es danach einen Rückblick gibt. In jedem Fall wird am Montag auf jeden Fall die Review kommen. Ob es jetzt schon früh am Morgen ist oder erst nachmittags, das weiß ich noch nicht, weil ich an dem Wochenende weg bin und erst sehr spät heimkomme. Ich komme quasi pünktlich zum Pay-Per-View-Start wahrscheinlich nach Hause. Aber das wissen wir alles noch nicht. Here we go mit der Main-Show. Und das erste Match, was ich hier ansprechen möchte, geht um den... Und, wie heißt der? United States Champion Titel. United States Titel auf dem Spiel. Baron Corbin, der Herausforderer gegen den Champ AJ Styles. Hype. Nicht wirklich, oder? Ich meine, Baron Corbin in der Darstellung der letzten Wochen, wo er quasi alles verliert. Und AJ Styles, der eigentlich außer seinen einzigen Titelverlust irgendwie nie groß was verloren hat. Weiß ich jetzt nicht, wo es diese Spannung irgendwie hernehmen soll. Ich meine, hätte man es Baron Corbin nach seinem Kofferverlust jetzt irgendwie dargestellt, dass er sich jetzt zurückkämpfen möchte und einfach jeden zerstört, dann könnte man ja irgendwie sowas wie Spannung in diesem Match hervorrufen. Allerdings ja, ist dies wahrscheinlich nur ein weiteres Match, um ihn abzustrafen. Das heißt, du tippst ganz, ganz klar auf AJ Styles? Also alles andere würde mich doch sehr, sehr stark wundern. Also wenn jetzt AJ Styles an diesem Abend... Wie auch immer, gibt es da tausende Möglichkeiten, gegen Baron Corbin diesen Gürtel verliert. Das würde mich doch sehr, sehr stark wundern. Und wäre auch, glaube ich, nicht zu dem passend, was man so backstage über diverse Leute hört. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Einfach weil auch ein AJ Styles, also ich finde, ein AJ Styles ist so ein bisschen, ne, der ist gerade nicht mehr so. Auch Schwebe. Ja, nicht, ja, einfach durch Corbin auch, weil Corbin irgendwie so total lame ist, ist auch ein AJ Styles in dieser Fehde halt nicht sonderlich interessant, finde ich tatsächlich. Ja, die ganze Fehde ist ja ziemlich lame, ne? Ich meine, wie hat das Ganze angefangen? Kannst du dich daran erinnern? Tatsächlich nicht, sag's mir nochmal bitte.
Ich habe gehofft, du kannst mir das sagen, aber ich glaube, das war nach dem Kofferverlust hatte AJ, glaube ich, irgendwie ihn, glaube ich, einmal in der Promo erwähnt oder so, und dann war böses Blut oder so. Also, Aha. das ist halt, es geht halt wieder auch, es ist halt wieder nur Bullshit halt, ne? Und seitdem, es wird ja auch gar nicht so richtig in den Shows präsentiert, wie ich finde. Ich meine, klar, wir haben Baron Corbin das letzte Woche gehabt, wie er dann halt verloren hat, und danach hat AJ sich kurz ein bisschen drüber lustig gemacht und so, aber so richtige Rivalität spüre ich zwischen den beiden irgendwie nicht so richtig. Okay, und was heißt das jetzt für uns? Dass wir vermutlich wahrscheinlich das beste Baron Corbin Match sehen werden, was wir bis jetzt gesehen haben. Schließlich geht es gegen einen der besten Wrestler, und ich hoffe, dass AJ Styles einiges aus Baron Corbin herausholt. Aber am Ende wird AJ Styles das Ding hier gewinnen, und Baron Corbin wird weiter degradiert werden. Denn das ist ja das, was man mit Baron Corbin macht. Man hat ja anscheinend noch vor wenigen Monaten andere Pläne mit ihm gehabt. Allerdings, naja, wenn man mal als Hund in die falsche Ecke pisst, dann kann das Jährchen ganz schnell böse werden. Wunderschöner Vergleich. Macht das Yoda bei dir auch, dein Hund? Also, Kennst du das? wenn er mal in die Ecke pinkeln sollte, was er natürlich nicht hier zu Hause tut, aber wenn, dann wäre ich, glaube ich, auch böse, und dann würde ich ihn auch degradieren. Alter, weißt du, was ich gerade sehe in meinen Kanalstatistiken? 25 Millionen Aufrufe habe ich bisher schon auf Perkix WWE gehabt. 25 Millionen. Holy shit, ich bin gerade kurz vor den Millionen, und dann macht er einfach 25 Millionen. Jetzt fühle ich mich wieder so irrelevant. Wie ist dein Kanalname, Jobber? Sag's den Leuten, die es immer noch nicht wissen. Edeljobber, Hype! Das haben wir gar Abonniert nicht. den mal, Mann! Echt, ihr Opfer, wenn ihr WWE 2K18 Interesse Ja. habt, wenn ihr Opfer Interesse habt an WWE 2K18 und Nerds seid, schaut doch mal vorbei, auch da wird einiges kommen in Ihr nächster Zeit. Opfer! Abonniert mich mal, ihr Opfer! Wunderbar, das also zum. Ich will immer Intercontinental, Mann! United States Champion Titel Match! AJ Styles gewinnt hier natürlich und auch. Bei den Tag Teams geht's heiß her. Und das ist ein Match, auf das ich mich tatsächlich sehr freue. Denn zwischen New Day und Usos, da gab es ja schon mal ein sehr, sehr starkes Match. Da gab es zwei starke Matches in dieser Einmal, Fehde jetzt. einmal, fünfmal, oder? Fünfmal, oder? Also immer wenn die aufeinandertreffen, ist es sehenswert. So wird es auch bei Hell in a Cell laufen. Hier geht's in den Käfig, Björn. Ja, es wird auch wieder. Also, ich behaupte einfach mal, dass wahrscheinlich sogar das Match of the Night wird. Tu es jetzt einfach mal so predikten. Vielleicht werden Predikte wir mal, ja. in einem anderen Match eventuell einen netteren Spot sehen. Ein Einzelspot, allerdings rein vom Match her, wird das mit Sicherheit das beste Match wieder werden. Die werden Oh, beide sorry. delivern, also beide Teams werden hier delivern. Allerdings, ich sag, mir ist es echt egal, mir ist es sogar ehrlich gesagt vollkommen egal, wer von denen gewinnt. Selbst wenn es hier einen Gürtelwechsel gibt, wieder rück zu den Usos und so. Es wird den Gürtel nicht irgendwie schaden, es wird auch keinen der beiden Tag Teams schaden. Es ist vollkommen egal, wer hier als Sieger oder Verlierer rausgeht, weil es sind ja die einzigen relevanten Teams, die wir hier bei SmackDown leider haben. Okay, wer sind gerade Champions? Ich weiß es nicht. New Day. Oh! New Day, yes. Ich habe jetzt auf dem Bild tatsächlich die Usos als Tag Team Champions editiert. Ja, das ist leider falsch, muss ich Also jetzt Leute, sagen. nehmt's mir nicht so übel. New Day sind gerade Champions. Es tut mir leid, aber da blickt ja auch kein Mensch mehr durch im Leben. So, passt mal auf. Das habe ich schon im Voraus für die Review quasi gemacht, weil die Usos gewinnen da, die Tag Team Champions. Das ist quasi ein Spoiler, Leute, den ihr hier gerade im Hintergrund seht. Das war Absicht, dass ich die Usos hier reingesetzt habe, denn die sind auch mein Tipp hier. Okay, ja, ich will es ja nicht hoffen. Ich meine, wir können ja nicht jetzt bei jedem Pay-Per-View zwischen den Beinen den Gürtel wechseln lassen und so die Story aufrechterhalten, oder? Ich glaube auch Wobei, nicht. vermutlich wird es die WWE so machen, weil es die einfachste Variante ist und es ja auch keine Alternativen wirklich gibt, oder? Ist wohl richtig. Aber vielleicht können wir ja auch einfach danach ein Tag Team gründen zwischen Shinsuke Nakamura und Jinder Mahal oder so. Die Auslandsdeppen. Nein. Die Auslandssteppen, oha. Ich weiß nicht, also das Match wird auf jeden Fall sehr sehenswert, was die Matchqualität angeht, aber diese ganze Titel-Hin- und Herwechselei, die verwirrt mich einfach komplett, wie ihr es hier jetzt gerade auch in der Besprechung gesehen habt. Rusev und Randy Orton, ne? Die traten ja beim SummerSlam gegeneinander an. Da haben wir auch im Nachhinein drüber geredet, was das für eine Frechheit war. Rusev hat in wenigen Sekunden verloren, sah aus wie der absolute Volldepp. Gibt's jetzt hier endlich die Rache oder wird man Randy Orton wieder gewinnen lassen? Wird das hier competitive?
Nö, man hat einfach Rusev als Volldepp darstellen lassen beim SummerSlam, um danach Rusev die Rache zu geben, um dann wieder Randy Orton als Deppen darzustellen. Und ja, jetzt ist natürlich wieder der Seitenwechsel angesagt. Sprich, jetzt wird wieder Rusev als Depp dastehen. Natürlich wird es wahrscheinlich diesmal ein paar Sekunden länger gehen und vermutlich sogar ein paar Minütchen länger gehen als das SummerSlam-Match. Allerdings sind wir uns ja wahrscheinlich ziemlich einig, so wie die Storyline erzählt worden ist. Und wenn man sich anguckt, wer hier der Gute und wer der Böse ist. Und keiner von uns möchte, dass das ja weitergeht. Von daher müssen wir hier zu einem Fädenende kommen. Und dann sollte es ja vermutlich schon Randy Orton machen, oder? Ich bin gerade verwirrt, Björn. Warum? Nochmal zurück zum Intercontinental. Mann, was ist denn heute los? Zum United States Champion Titel Match. Steht nicht Ty Dillinger da noch mit drinne? Nein, oder? Das ist doch, das wäre mir neu. Hat der sich nicht. Warte mal. Ist der da nicht mit drin? Ich bin total verwirrt. Ich check's nicht. Nee, Entschuldigung. Na, nein, ist er nicht. Okay, ich habe es jetzt offiziell bei WWE gelesen, aber jeder sagte was anderes. Bei Ja, aber ich Wikipedia, glaube, also das war auch Wikipedia mal ist ja geplant. sowieso, Das ist wenn schon ihr. mal geplant. Ich glaube, das war sogar mal geplant vor 2 Wochen oder so, aber das ist wieder, ist glaube ich nichts raus geworden Wenn oder ihr so. Referate machen wollt, Wikipedia immer einfach den Eintrag kommentieren. Wenn ihr jetzt über, was weiß ich, Klimmzüge ein Referat haltet, dann kopiert euch den Wikipedia-Eintrag. Das ist immer verlässlich. Aber bei Wikipedia steht Ty Dillinger da gerade noch mit drin zum Aufnahmezeitpunkt. Also ich bin verwirrt. Leute, es tut mir leid, aber zurück zu Rusev gegen Orton. Das ist der grausamste Podcast, der bisher auf dem Kanal hochgeladen wurde. Wir unterbieten uns wirklich immer und immer wieder. Nee, aber ich kann dir sagen, da war mal was geplant, Triple Threat-mäßiges, aber ich bin jetzt gerade überlegen, was ist nochmal dazwischen gekommen. Ich wäre auch deutlich mehr auf das Match gehypt, wenn Ty Dillinger da drin stehen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der würde das Match noch aufwerten. Weil Corbin, ey, geh mal weg mit dem. Der ist ja voll am Ende. Naja, gut, aber wenn die WWE sagt, ihr wisst nicht mit im Match drin, dann gehen wir mal davon aus, dass es so stimmt. Wer gewinnt denn zwischen Rusev und Randall? Also Ruru gegen Randall, das der R-Overload quasi. Also mir wäre es natürlich ganz recht, wenn wir noch ein paar Rusev-Days erleben würden. Allerdings vermute ich, dass er wieder mit schlechten Nachrichten in die Heimat reisen darf und dort wieder von seiner Familie dann verstoßen wird und der Loser der Familie bleiben wird. Der arme Mensch. Der arme Mensch, ja. Aber Wendy muss ja irgendwann auch mal was gewinnen, oder? Ja, Wendy, hol dir mal einen Titel. Schon lange nicht mehr gehabt. Ja, ein Titel muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber es würde schon mal reichen, wenn er mal wieder eine Fehde gewinnt, weil auch das ist, glaube ich, lange her. Alter, der Typ soll weggehen. Ich kann Randy Orton einfach nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid, aber der Typ ist ja so langweilig. Der liefert auch nicht ab. Der liefert auch nicht ab. Ich hätte schon mal Bock auf Wendy Orton gegen John Cena als Fehde oder so. Wo soll ich ihn jetzt gerade hinkotzen? Lass mal weitergehen. Bobby Roode tritt an gegen Dolph Ziggler. Wir tippen übrigens beide auf Randy Orton, würde ich mal sagen. Ja, Bobby unterschreibe ich, ja. Roode, der ist jetzt von NXT hochgekommen, war NXT Champion für eine längere Zeit und hat den Titel dann an Drew McIntyre verloren, der jetzt bei NXT gerade so ein bisschen der Household Name ist. Dolph Ziggler auf der anderen Seite, jetzt hier der erste Gegner von Bobby Roode und wahrscheinlich auch der letzte Gegner. Oder Bobby Roode, der letzte Gegner für Dolph Ziggler, weil Dolph Ziggler wahrscheinlich bald reinhaut und die WWE verlässt. Das ist so, also das sagen wir schon seit Jahren, aber Wie jetzt lange ist hat er halt denn noch? echt Wie lange hat er noch realistisch. Vertrag? Der Vertrag läuft demnächst aus. Im November, glaube ich. Okay. Dann war es das, dann bin ich wieder auch ziemlich sicher. Dann wird es da auch kein Zwischending mehr geben. Vielleicht kann man ja vielleicht irgendwie spekulieren, dass es vielleicht nochmal einen unfairen Sieg gibt, weißt du so, und dass dann nochmal, vielleicht nochmal bis zum nächsten Pay-Per-View gezogen wird oder so. Aber ich meine, die Storyline war halt schon Bullshit, ja. Ich meine, irgendwie war es die erste Woche, hat man sich nur ein bisschen fremdgeschrieben und hat gedacht, was soll das jetzt werden mit Dolph Ziggler, die 2 Wochen danach mit den Theme-Songs, die danach gemacht oder Entrances, die danach gespielt worden sind. Das war einfach schlimm und jeder wusste quasi, worauf es hinaufläuft. Und dann hat man es auch noch geschafft, diese so simple, billige Storyline so dumm zu erzählen, indem man halt nicht Dolph Ziggler als Bobby Roode rausschickt und Bobby Roode sagt, oh, das geht aber gar nicht und jetzt müssen wir uns mal hier gegeneinander prügeln. Sondern nein, Bobby Roode kommt einfach so freiwillig raus, ohne dass Dolph Ziggler ihn vorher nachgemacht hat und so. Das hat man dann auch so schlecht erzählt und ja, naja, also ich sag mal so, das Match, wenn ich ehrlich bin, ich kann mir kaum was Langweiliges vorstellen, weil wir haben ja einmal diesen sehr
alten Style von Bobby Wood, der ist auch nicht methodisch, nenn es methodisch, langsam methodisch bedacht. da, ja. Und danach und gegenüber haben wir halt die Person stehen, die halt dann auch noch alles overhellen wird, halt so. Und das ist halt eine Mischung, die mir jetzt so nicht wirklich zusagt. Okay. Aber Bobby Roode gewinnt hier. Ja, davon sollte eigentlich, also zumindest in einer gut erzählten Story, sollte natürlich hier Bobby Wood dann auch gewinnen. Sieht natürlich sehr doof aus, als der Held, der rauskommt, um die Theme-Songs und Entrances der WWE zu verteidigen, wenn dieser dann als Loser das Feld verlässt. Das wäre ja ziemlich dumm, weil dann hätte ja Dolph Ziggler recht gehabt. Bobby Roode, rund um den sieht's ja so aus, dass sein Glorious Ding schon over ist, er aber als Charakter irgendwie nichts an Mehrwert bietet und irgendwie total komisch ist gerade, weil der ist halt wirklich das, was Dolph Ziggler sagt. Er ist nur eine Einzugsmusik und ansonsten hat er halt nicht viel. Er ist als Gesamtpaket völlig in Ordnung, aber sein Charakter ist halt so minimal Er wird ja auch nicht ausgeprägt. anders, er wird ja auch nicht anders präsentiert. Er wird ja auch quasi nur derjenige präsentiert, der dann seinen Theme-Song hat und danach seine Matches wirkt. Aber ansonsten wird ja ein Bobby Wood überhaupt nicht präsentiert. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, so gemein, wie sich das anhört, ich glaube, du hättest diesen Theme-Song auch vielen, 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 vielen anderen Leuten geben können, die ähnlich damit overgekommen wären wie Bobby Wood. Möglich, auf jeden Fall. Gut, Dolph Ziggler, mal sehen, wo es für den hingeht. Haben wir auch kurz drüber geredet in der Raw vs. SmackDown Review. Jede Woche gibt's die hier auf dem Kanal. Jeden Mittwoch, um genau zu sein. Schaut da gerne nochmal rein. Könnt euch das angucken. Da haben wir auch nochmal spezieller über Dolph Zigglers Zukunft geredet. Vielleicht sehen wir den ja bald in Deutschland mal im Indie-Wrestling oder so. Oder er sagt einfach, er macht Comedy. Mal sehen. Das ist ja bald im Tag Team mit Mario Barth. Charlotte wird antreten gegen Natalya. Es geht um die SmackDown Women's Championship. Um die Women's Championship, um genau zu sehen, genau zu sein. Wird das denn jetzt die Women's Championship gewinnt? Charlotte das? Also jetzt rein, wenn man überlegt, wie die letzten Jahre die Charaktere und die diversen Stärken und Schwächen der Charaktere dargestellt worden ist, dann muss natürlich eine Charlotte Flair das ja eigentlich fast mehr oder weniger im Handumdrehen gewinnen und die Übergangs-Championess Natalya ablösen. Ich glaube allerdings nicht, dass es so kommen wird. Also sie wird nicht im Handumdrehen gewinnen, sie wird im Beinumdrehen gewinnen quasi. Im Bein umdrehen, genau. Der Sie Finger wird den vor so ein Finger bisschen. voransetzen und dann wird Natalia ja weinen und klopfen. Okay, das So denke ich sollte nämlich auch. der Plan sein. Ich glaube es allerdings ehrlich gesagt noch nicht, Doch, dass es doch. hier passiert. Ich glaube noch nicht, dass es hier passiert. Ich glaube, das wird erst dann. Das wird noch mal irgendwie gezogen und ich weiß nicht was. Ich meine, wir haben ja immer noch den Koffer im Spiel. Vielleicht gibt es da irgendeine Ablenkung und Carmella lenkt die falsche ab. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass am Ende des Tages Natalya diesen Gürtel behalten wird. Ich kann das auch nicht so wirklich begründen, weil ich würde es auch nicht so machen halt. Aber naja. Ich glaube ja, dass es genau so kommt, dass quasi Charlotte den Titel hier gewinnt und dann Carmella eincasht, sich den Titel holt und Charlotte gegen Mella dann kommt quasi. Und dann langfristig schadet wieder den Gürtel gewinnt. Richtig, weil das halt genau das ist. Ich meine, wir Dann sagen immer, wir sitzen, Björn, hör mir zu, Junge, wir sitzen hier immer vorm Pay-Per-View, weil es so scheiß viele Pay-Per-Views gibt. Wir sitzen hier und sagen, ja, also ich find's ja ganz schön scheiße, dass so viele Titelwechsel kommen. Aber ich glaube, jetzt machen sie mal einen längeren Run. Ich hoffe, die hat bestimmt das Zeug dazu. Und Asuka, Junge, Asuka wird auch nicht lange den Titel halten. Genauso wie Charlotte. Charlotte gewinnt hier, dann verliert sie gegen Carmella. So, und dann holt sie sich irgendwann beim nächsten Smackdown-Pay-Per-View, den keine Sau interessiert, holt sie sich wieder den Smackdown-Titel. So, hin und her. Hot Potato. So wie es die letzten 24 Monate schon war. Die werden mit Asuka alles richtig machen. Asuka wird einfach ein Jahr lang War komplett dominieren. Man wird dann einfach mit Gürtel rübergehen zu SmackDown und sich den Gürtel auch noch holen und dann gibt es eine Gürtelvereinigung. Ist doch ein klarer Fall. Ja, und es gibt auch pinke Einhörner, nicht nur im New Day Entrance, oder? Das Also glaubst ich du auch. weiß, nicht, was du früher für Kinderserien geguckt hast, aber bei mir kamen bestimmt auch mal pinke Einhörner vor. Björnster, das ist eine Illusion. Nein, gib doch die Hoffnung nicht auf. Also, ich meine, ich halte das wirklich gar nicht für unwahrscheinlich, was ich gerade gesagt habe, dass es vielleicht eine dominierende Asuka gibt, die eventuell
langfristig gesehen die Division wieder zusammenführt, weil sie sonst keine Gegnerin mehr hat. Ja, das ist natürlich eine schöne Traumvorstellung, aber das könnte man mit einer Asuka machen. Ist natürlich auch ein Traum, der noch weit weg ist, aber das wäre meine Hoffnung doch. Mensch, muss ja auch irgendwie Motivation haben, das weiterzugucken. Oh. Nein, es kommt aber genauso, wenn du jetzt, wenn du jetzt Charlotte den Gürtel gibst, ja? Und okay, dann gibt's den Cash-In und dadurch verliert Charlotte halt direkt wieder, aber Charlotte hat immerhin wieder eine Regentschaft mehr, ist ja schon mal super. Aber da sind wir uns ja sicher, da sind wir uns ja einig, dass langfristig in dieser Fehde ja dann auch nur wieder eine Charlotte gewinnen könnte. Sprich, diesen Gürtel dann wieder gewinnen. Und gegen wen soll dann Charlotte denn überhaupt noch antreten? Da gibt's doch dann noch gar nicht mehr, oder? Dann kannst du doch nur noch Charlotte dominant darstellen, Asuka dominant darstellen und WrestleMania 35 Titelvereidigungsmatch machen zwischen beiden Championess. Ja, weil man einfach nicht mit Bedacht bookt. Das ist aber auch schon länger so. Das sage ich auch schon seit Jahren. Und es wird natürlich, es wird wieder Contender-Not geben. Und dann kommt eine Tamina ins Titelgeschehen. Wow, Hype! Aber warum hört denn keiner auf dich? Was ist denn da los? Ja, Junge, weil ich ein dummer Wrestling-Fan bin. Ganz einfach. Scheiße. Ach, Mann. Das Leben ist traurig, Björn. So, jetzt haben wir erstmal wieder schlechte Laune bei allen verbreitet, die diesen Podcast hören. Also wir machen heute wirklich alles falsch. Aber es tut uns auch leid, Leute. Aber ich kann auch nicht anders. Es ist ja einfach schlimm. Ich könnte schon anders, aber ich will es ja nicht. Ich werde nicht lügen. Okay, na gut. Das war's zu den Frauen. Ich hoffe, das war's. Sag jetzt bitte ja. Ja, wir hatten schon mal hübschere Matches. Erinnerst du dich noch an dieses geile Charlotte gegen Natalya-Match bei NXT? Ehrlich gesagt. Moment, ich sehe gerade nach. NXT Women's Championship, ja, das war geil. Natalya bei NXT? Natalya hat mal gegen Charlotte bei NXT um den Women's Champion-Titel sind die da angetreten. Ich glaube, das war ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, ne? Und ich habe eigentlich gefühlt alles gesehen von NXT, aber ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Doch, also das war glaube ich das erste Match, kann sein, dass das erste Takeover war. Auf jeden Fall war das der erste Kampf um die NXT Women's Championship und das war richtig geil. Natalya gegen Charlotte, das war nice, aber das wird nicht, da war sogar Bret Hart und Ric Flair waren da mit am Ring, aber das wird Stimmt, da erinnere ich mich sogar dran, ja. Ja, jetzt kommt's wieder, nee, aber das wird so nicht an die Qualität rankommen leider und dann, naja, egal. Gehen wir zum nächsten Match. Shane gegen Owens, da war nämlich die Fehde richtig geil, richtig nice, Mann. Und das, wird das der Main Event? Ich bin mir noch unschlüssig, ich glaube nämlich schon. Was willst du denn sonst im Main Event stellen? Naja, Nakamuras großen Titelgewinn nach der hässlichsten Fehde. Das wäre total bescheuert, den World Title in den Main Event zu stellen, oder? Das hat man ja schon Monate nicht mehr gemacht. Dann würde man ja vermitteln, dass der was wert wäre. Richtig. Also jetzt hören wir aber auf. Also ich vermute, also es ist immer rein, wenn man natürlich betrachtet, worauf die Leute Bock haben, was die Leute sehen wollen und was für die Leute interessant ist, dann muss das natürlich der Main Event sein und nicht der World Title, was natürlich grundsätzlich ein Fehler ist, aber halt eher aktuell am World Title liegt und nicht an Kevin Owens gegen Shane, weil die machen natürlich schon alles richtig in ihrer Fehde. Und ja, darauf kann man so ein bisschen gespannt sein und ich bin jetzt mal einer der wenigen Leute, weil ich, egal wen ich immer frage, ist immer so, wer glaubst du, wer gewinnt? Ja, so klar, dass Owens gewinnt. Und ich gehe jetzt mal so weit und sage, es gibt hier ein Upset und das wird noch nicht das Ende sein und Shane wird sich hier durch irgendeinen kranken Spot, wahrscheinlich springt er wieder irgendwo runter, vermutlich vom Käfig, wobei das wäre zu langweilig, wir haben ja jetzt ja auch diese solide Stipulation, dass wir auch außerhalb des Käfigs kämpfen können, in einem Hell in a Cell Match. Da wollte ich dir ja noch sagen, warum das so ist. Genau, sag mal, warum ist denn das so? Weil Shane McMahon so stark ist und Gitter auseinanderbrechen kann und es eh klar ist, dass es außerhalb landet, oder was? Ja, weil sie in die Halle gehen werden, glaube ich. Also ich denke, natürlich, das können sie ja machen, aber warum kündigt man das denn vorher an? Ja, Falls Count Anywhere, einfach um diese Stipulation drin zu haben, weil der Pin irgendwo in der Halle dann erfolgt.
Also es Ja, wird nicht in dem aber Käfig bleiben, logischerweise. ich kann doch kein Hell in a Cell Match ansetzen, wo es darum geht, dass die Leute im Käfig bleiben und gleichzeitig schon mal die Stipulation machen, ja, wir wissen eh, dass wir ausbrechen werden und deswegen können wir eh überall pinnen. Das ist doch ein Spoiler schon quasi vorne. Was soll der Bullshit denn? Ja, da hast du wohl einen validen Punkt. Verstehe ich nicht. Also ist mir halt einfach, also sorry, also das vorher anzukündigen, ist halt absoluter Crap. Sorry, das ist halt dumm. Das ist halt einfach wirklich dumm. Und wenn man halt irgendwo einen tollen Spot machen möchte, außerhalb, ja, der das Ganze dann beenden soll, sag, es muss doch nicht jedes Match mit einem Three-Count beendet werden, oder? Es kann doch auch ein Referee-Stoppage sein oder irgendwas halt so. Ist doch gar kein Problem. Dann braucht man die Scheiße aber vorher nicht ankündigen. Das wäre viel, viel cleverer. Aber halt ein Hell in a Cell Match anzukündigen mit False Count Anywhere Regeln, verstehe ich nicht. Also Aber ich freue mich tatsächlich auf das Match. Also das ist so der Grund, warum ich da ja, einschalte. worauf freust du dich denn? Du freust dich doch nicht auf das Match, du freust dich doch nur auf den Spot, der kommen wird. Ich freue Weil mich das auf das Match hast. Aufeinandertreffen von Kevin Owens und Shane, weil man das so geil aufgebaut hat und ich sehen will, wie die sich auf die Fresse schlagen. Wie es bei Ja, einem aber guten hast du den Wrestling-Match Ball? sein sollte. Aber du hast den Ball doch bei SmackDown gesehen. Das ist doch kein Braun Strowman gegen Brock Lesnar Ball. Das ist halt, wir haben da Kevin Owens, der kann, und sorry, ich werde mich Leute wieder hassen, aber allein schon, wenn ich Shanes Schläge sehe, krieg ich das Heulen und ich kann das nicht ernst nehmen. Und Shane ist weder gut im Ring, noch ist er ein guter Wrestler, er ist ein guter Stuntman. Und natürlich Junge! darauf wird es hinauslaufen. Das ist genauso wie halt Shane gegen Undertaker. Wir werden uns 25 Minuten lang gehende Langeweile angucken, um dann den Spot zu erleben. Das glaube ich Und tatsächlich nicht. nach dem Spot sagen wieder alle: Uah! 7 Sterne! Wenn nicht 8. Pass auf, ich glaube nicht, dass es so kommen wird, weil. Erinnerst du dich noch an WrestleMania? Erinnerst du dich noch an Styles gegen Shane, erinnerst du dich noch an das Opening-Match, was so verdammt geil war? Erinnerst du dich noch dran, dass wir gesagt haben, nö, also das hätte ich von Shane nicht erwartet? Erinnerst du dich, dass Styles da aus Shane ein geiles Match rausgeholt hat und Styles ein verdammt guter Wrestler ist? Und zieh Ehrlich jetzt mal gesagt in nicht, Betracht, ne? dass Owens auch ein verdammt geiler Wrestler ist und nicht an Styles rankommt, aber dennoch mit Owens, mit Shane was Geiles auf die Beine stellen kann. Ich glaube, das wird nice. Wo war denn das WrestleMania-Match ein geiles Match? Ja, komm, du bist auch völlig verblendet, Ich Junge. erinnere mich an den Coast to Coast. Oh, okay, dann sind das natürlich schon 4,5 Sterne. Okay, da haben wir natürlich recht. Also nicht, sorry. Ja, du bist völlig verbittert im Leben. Das hat mich verbittert, aber nichts zu tun. Aber ich meine, das zeigt ja die Vergangenheit. Ich meine, wir haben ja Videobeweise davon, was Shane McMahon kann. Und das war ja bei Shane auch schon immer so. Es ist ja nicht so, dass Shane vor 10 Jahren ein toller Wrestler war. Sondern Shane lebte schon immer vor dem Spot und war schon immer ein Spot Monkey und eher ein Stuntman als ein richtiger Wrestler. Und ich glaube, nichts gegen Kevin Owens, ja, weil Kevin Owens ist absolut genial. Aber ich glaube, auch rein vom Stil her und so, ist es für ein Edge Styles viel einfacher gewesen, aus Shane was rauszuholen, als für Kevin Owens. Also dich kriege ich nicht mehr gehypt, ne? Doch, ich bin ja gehypt darauf, vor allem, weil ich gespannt bin, wie es ausgehen wird und wie der Endspot aussehen wird. Allerdings, die 20 Minuten davor, die könnte man auch einfach vorspulen, wenn es möglich wäre. Björn, was mache ich denn mit dir? Dieses Match, ich freue mich so drauf. Und du sagst einfach, nee, ne, brauche ich nicht. Ich sag dir, ey, ich sag dir, ich werde recht haben. Ich werde recht haben. Das wird ein geiles Match. Ich sag, wenn ich jetzt hier sitze am Sonntag, weißt du, und mit dir die Review mache und danach sage, mal leck mich am Arsch, wer ist eigentlich Okada und Omega, dann hast du recht gehabt, aber bezweifle ich. Ja, es wird natürlich kein Okada-Omega-Match, aber es wird ein unterhaltsames Aufeinandertreffen von zwei Leuten, die sich hassen oder storyline-mäßig hassen. Tja, das tut man ja auch gut vermitteln. Das nehme ich ja auch ab und deswegen bin ich ja auch gespannt, wie sie es am Ende lösen werden und wie es ausgehen wird und ob es denn wirklich schon das bereits erwartete Ende von vielen Leuten ist, weil ich glaube, also ich finde, es wäre fast Storyline-Verschwendung, diese ganze Sache hier jetzt schon in diesem ersten Match zu beenden. Das tatsächlich, also ich finde die Ich Fehde glaube ist. schon, dass da noch was viel Größeres raus entsteht, vielleicht Richtung Survivor Series oder wie auch immer halt noch, ne? Die Fehde ist awesome. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie Team Owens gegen Team Shane da kommt oder so.
Aber ich denke auch, also wenn ich jetzt mich als Tipp festlegen müsste, dann wäre es tatsächlich so, dass ich erwarte, dass Kevin Owens das Ding gewinnt und dann zu Raw geht. Weil, pass auf, Kevin Owens wurde schon für ein Raw-Event bestätigt, was für mich auch auf jeden Fall eine Ankündigung ist in Sachen Kevin Owens gewinnt hier und dann kommt eben die Storyline, yo, er hat den SmackDown GM zu Blut geschlagen oder sowas oder hat ihn auf jeden Fall krass besiegt und deswegen kommt er Aber dann zu Raw durch ich Stephanie. verstehe, ich weiß ja, wo drauf hinaus wäre, aber würde dann nicht auch eher der Sinn halt machen, dass Shane sagt, ey, ich habe dich geschlagen und jetzt verpiss dich aus meiner Liga? Von meinem Brand? Interessanter Ansatz. Und schmeißt ihn quasi raus? Ja, potenziell. Weiß ich nicht, auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Auf jeden Fall wird das, glaube ich, nicht das Ende sein. Und deswegen glaube ich halt eher, dass halt, weil ich bin halt der Meinung, am Ende muss natürlich Kevin Owens als Wrestler die Komplettfehde gewinnen irgendwie. Und da es halt nicht das Ende der Fehde sein wird, glaube ich halt einfach, dass sich hier Shane durchsetzt. Schreibt uns da eure Meinung in die Comments. Wir gehen jetzt zum letzten Match des Abends. Was? Ja, es wird nicht das letzte Match des Abends, das ist schon recht, Jobber, aber Shinsuke Nakamura tritt an gegen Jinder Mahal jetzt im Käfig. Und Jinder Mahal. Ich kann auch gar nichts mehr zu ihm sagen mittlerweile, Da fehlen ihm weil. die Worte, da fehlen ihm einfach die Worte. Nee, weil das ist so unglaublich grausam. Das ist der schlimmste WWE-Champion aller Zeiten. Und ich will, dass der weggeht. Und Ja, aber ich. sagst du das nicht nur, weil das alle anderen auch sagen? Das wird mir aber unterstellt, weißt du? Deswegen stelle ich dir gleich die weiter, dann tue ich mal die Frage an dich weiterleiten von mir. Ich Sind habe wir mal ja. Fans? Hört Wir euch mal. Hört, Leute, hört euch mal auf dem Spotfight-Kanal. Spotfight, wir leben Wrestling. Checkt den Kanal mal aus. Da kommt jetzt immer 7 Days, der Wrestling-Wochen-Flashback. Und da habe ich ja Jinder Mahal sogar in einer gewissen Weise verteidigt. Ich finde aber trotzdem, dass der Typ als WWE-Champion so verdammt scheiße ist. Und das sagt jemand, der so in Sachen Zuschauerzahlen und sowas Jinder Mahal gegenüber AJ Styles verteidigt hat. Ja, aber trotzdem, Leute, wer diesen Jinder Mahal als Champion nice findet. Und auch, hast du auch das Gefühl, dass die ganzen Leute, die am Anfang noch gesagt haben, yo, das ist was Neues, dass die auch langsam alle sagen, Alter, geht mir weg mit dem. Der ist ja grausam. Ich meine, schaut euch doch die letzten Matches mit dem an. Schaut euch das SummerSlam-Match war so grauenhaft zwischen den beiden. Schaut's euch doch an. Und jetzt kriegen wir bei Hell in a Cell wieder sowas. Das wird wie das Punjabi Prison Match. Also ich sehe auf jeden Fall, dass jegliche Argumentation der Leute, die gesagt haben, hey, das ist doch mal eine Überraschung und hey, das ist gut für den indischen Markt und hey, dadurch kommen neue Millionen neue Zuschauer und keine Ahnung was, die sollten mittlerweile den Zahn der Zeit erkannt haben und merken, dass sie wohl doch nicht so viel Recht hatten. Und klar, es hätte genau umgekehrt kommen können und auf einmal hätten wir alle dumm da gestanden und Vince hätte gesagt, immer, oh, habt's euch doch gesagt. Aber nee, ich denke auch, dass dort die Fraktion der Leute, die gesagt haben, hey, Jinder Mahal von 0 auf 100 zum WWE-Champion zu pushen, ist das Dümmste, was man machen kann. Ich glaube schon, dass diese Leute recht gehabt haben und das sage ich nicht, weil ich auch auf dieser Seite stehe. Aber das zeigen ja auch ganz einfach die letzten Matches, das Interesse der Leute an dieser Story, an Jinder Mahal. An die Fehdengegner von Jinder Mahal und so. Also das sieht ja wirklich keine Sau. Es ist einfach grausam. Es ist einfach grausam und ich Ich hoffe, hatte ja dass das schon. beendet wird, aber es wird nicht beendet, weil Shinsuke gewinnt hier den Titel nicht. Ja, aber ich habe ja auch schon gesagt in der War vs. SmackDown Review, selbst wenn Shinsuke Nakamura jetzt hier gewinnen würde, geht er für mich nach dieser Fehde, obwohl er danach Champion ist, schwächer raus, als er reingegangen ist. Und das sagt quasi schon alles aus. Word. Also Aber man kann dein Tipp, diesen. gibt es einen Gürtelwechsel oder nicht? Du sagst nein. Ich sage nein, weil man Jinder noch weiterhin als Champion darstellt. Der geht dann noch nach Indien mit dem Titel. Hält ihn sogar vielleicht bis WrestleMania und bei WrestleMania ist dann der Revealing Moment quasi perfekt und es wird irgendjemand ihm glücklicherweise den Titel abnehmen. Ich glaube, man zieht das echt durch. Ich glaube, man ist so uneinsichtig und bringt das noch weiter.
Oh Mann, oh Mann. Also ich hoffe das nicht und ich bete jeden Abend dazu, dass diese Pläne nicht so umgesetzt werden und die Leute bei SmackDown auch wach werden und sagen, ey, guckt euch um, wir müssen was ändern und scheiß auf die 500 verkauften Tickets in Indien, die er mehr verkaufen wird, wenn er als Champion kommt. Ich hoffe, dass dann auch der Schalter umgelegt wird. Sehe allerdings eher in eine düstere Zukunft, so wie du auch. Da wird selbst der Jobber zum gläubigen Menschen und fängt an zu beten, wenn es um Jinder Mahal geht. Jobber als Atheist übrigens grundeingestellt. Das heißt schon einiges. Naja, gut. Sehen wir, wie Hell in the Cell wird. Ja, Generell. ist ja das Problem, weißt du, wenn du in deinem Glauben so stark beeinträchtigt wirst, weil ich bin ja einer, der an die Wissenschaft glaubt. Naja, aber in der Wissenschaft wäre es halt nicht möglich gewesen, dass Jinder Mahal Champion wird, weißt du. Von daher muss es ja doch irgendwas Übermächtiges da draußen geben. Sad Life, naja, so sei es. Shane gegen Owens ist was, auf das ich mich freue. Nicht mal der Jobber kann sich dafür begeistern, aber vielleicht wird es ja am Ende doch ein ganz solider Pay-Per-View. Ein guter Pay-Per-View wird's nicht. Wann haben wir das letzte Mal einen guten Pay-Per-View von WWE gesehen? Das ist auch schon Jahre her, habe ich das Gefühl. Nö, 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 da war doch erst vor kurzem irgendwas, oder? Warte, wir haben noch irgendein Paper, wir haben doch letztes Mal gelobt. Ich weiß nicht mehr, welcher es war, aber der war No ganz gut, glaube Mercy war ich. solide. Ja, den habe ich nicht gelobt, glaube ich. Also, Ja, da ich warst du zu weiß enttäuscht, weil Braun Strowman gewonnen hat. korrekt, ja, genau. Ja, wenn, dann habe ich es auch schon wieder vergessen. Das kann gut sein, aber ich vergesse generell Sachen bei WWE, die passieren, zum Beispiel Titelwechsel und so. Sind ja auch unwichtige Fakten. Wir verabschieden uns jetzt auf jeden Fall, sagen Dankeschön, dass ihr hier bei der Vorschau dabei wart. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte loszuwerden, Björn? Nö, ich hoffe einfach, dass durch wenig Erwartungen wir mal wieder einfach überrascht werden und einen richtig unterhaltsamen Pay-Per-View bekommen. Ja, das glaube ich wirklich, das sage ich nicht sarkastisch, sondern ich hoffe das ja wirklich, weil ich muss mir das ja auch angucken. Und werde dann euch dann am Montag davon berichten, wie es wirklich gewesen ist. Ich weiß nicht, dieses SmackDown-Pay-Per-Views. Ey, Jinder Mahal ist so eine Seuche. Mann, ich hab keinen Bock mehr. Wieso ist der Champion? Stell dir mal vor, wie groß das Match sein könnte, wenn der Gegner von Nakamura um den World Champion Gürtel nicht Jinder Mahal wäre, sondern zum Beispiel AJ Styles. Ja, Ja. wenn US-Title und Jinder-Title mal changen würden. Das wäre schon geil. Dann würde ich Corbin gegen Jinder, da würde ich nämlich schön gepflegt meine Katze streicheln. Und dann würde ich im Main Event Styles gegen Nakamura wahrscheinlich fünfmal kommen. Es wäre so einfach. Wir hören uns Montag. Na gut. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.